Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten neuen Video. Wie ich euch angekündigt habe in dem Chat, dass ich ein neues Projekt hier am Laufen habe. Und ich habe hier eine, sicher habt ihr die schon erkannt, eine Miele WDA 210 bekommen. Die habe ich heute mir geholt und habe gesagt, okay, die mache ich jetzt wieder fit. Und dann schauen wir, was das Gerät hat oder kann oder wie auch immer. Viele mögen das Gerät nicht wegen der eigensinnigen oder eigenen Programmierung. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Programmierung, genau die ist es, die mir gefällt, weil diese Basic-Geschichten ich sehr, sehr, sehr gerne mag und auch diese Einsteigerausführungen wie früher die Maschinen mit 400 Umdrehungen haben ja auch super gut gewaschen, obwohl es nur Basic-Maschinen waren und mit Basic-Programmen. Das ist auch mit dieser Miele so. Diese Maschine ist wirklich eine Basic Basic. Das einzige Know-how, was sie hat, ist halt die Zeitvorwahl, dass man die Wäsche mit einem verzögerten Start einschalten kann. Wie gesagt, viele kennen schon die Maschine. Miele Brötchenwasch, glaube ich, hat die Paula gehabt oder hat sie noch immer. Hiermit grüße ich ihn ganz, 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 ganz lieb und ich hoffe, er wird auch einen Namen für diese finden, weil ich habe ja die Sarah auch und für diese Maschine brauche ich einen Paten und da wäre er der Richtige. Somit, falls du einen Namen hast, lieber Miele Brötchenwasch, dann melde dich und sag mir einen Top-Namen für die Schwester von der Paula. Was mir an dieser Maschine noch sehr, 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 sehr gefällt, ist genau das, dass sie keine Fensterspülung hat. Die Nachfolgermodelle wie meine Eco 111, WD 111, die hat schon die Fensterspülung, die hat das nicht. Das ist auch sehr, sehr, sehr basic gehalten. Die Firma hat hier diese, gibt es da EVEC, das ist so ein Magnetventil, ein Dreifach-Magnetventil wie bei meiner Gorenien. Ich liebe so etwas, ich liebe so ein Basic. Das wird hier eben nur angeschlossen und es entfällt hier diese Elektronik mit dem Klack, Klack, Klack und diese Weiche hin oder her und dann wird sich hin oder nicht. Hier entfällt das. Natürlich ist hier eben die Fensterspülung nur an das Oberteil angeschlossen, was dann nur Dampföffnung oder Entdampfer dient, weil die normalen haben ja hier einen Entdampfer, der ist hier angeschlossen. Hier ist das nicht der Fall, weil meine WDA 111 hat hier ja das und das ist hier das. Das fehlt hier, was ich auch natürlich super finde, weil je weniger Schläuche oder Verschlauchungen drin sind, desto besser und qualitätsvoller ist die Maschine. Je weniger diese ganzen Techniken verbaut sind und im Basic gehalten ist, haltet auch die Maschine länger. Die Maschine ist wirklich sehr gut und qualitativ aufgebaut. Innen kennen wir sie alle, die 111 Edition ist 1 zu 1 gleich wie diese Maschine. Bis daher, das ist halt der Unterschied, dieses Panel hier und auch natürlich die Programmierung. Sonst ist die Maschine in der gleichen Qualität aufgebaut. Hier ist auch ein schönes Stück von meiner Zuhause. Iskra-Kondensator werden hier verbaut, die aus meinem Heimatland kommen und halt ganz normal verkabelt. Es sind 4 Zugfedern und natürlich 2 Stoßdämpfer. Ich bin gespannt, wie die sind. Die Maschine ist in einem wirklich guten Zustand, nur halt sehr, sehr, sehr eben verwahrlost gewesen und nicht auf die ganzen Sauberkeiten wurde da nicht gedacht und auch nicht auf die richtigen Temperaturen. Sie wird jetzt entkalkt auf 95 Grad mit dem Miele geeigneten Entkalker, den es dazu gibt.
und dann wird sie in die Testphase gehen. Was noch bei der Maschine natürlich mir eben auffällt, ist, der Motor ist eigentlich der MRT21, wobei sich der anders anhört als der bei meiner WDA-111. Er ist eigentlich noch leiser. Viele sagen, die Maschine ist laut. Ich finde sie gar nicht laut. Und mit dem richtigen Waschmittel und der richtigen Dosierung und dieser Waschperformance hat sie eigentlich eine perfekte Maschine für ein tolles, war das damals eine perfekte Maschine für tolles Einsteigergeld. Mit dem natürlich dazu damals angebotenen Miele-Waschmittel, was da war, war das natürlich ein tolles Gerät mit tollen Resultaten. Natürlich die Maschinen, die mehr Know-how haben und auch natürlich die Maschinen, die 1500 Euro bis 2000 Euro aufwärts kosten, die haben andere Performance beim Waschen, haben auch andere Möglichkeiten und alles. Letztendlich, wenn man die Maschine programmiert mit dem hohen Wasserstand, einen Spülgang dazu, mit dem hohen Wasser, mit dem mehr Wasser bei der Wasser-Plus-Taste beim Waschen und beim Spülen. Wenn man die Laugenabkühlung dazu nimmt, wenn man sie mit einem qualitätsvollen Waschmittel benutzt, ich nehme gerne das Ariel Professional, dann kommt man wirklich mit einem billigen Geld lange Zeit aus und auch bekommt perfekte Resultate. Schauen wir mal, wie sich die Maschine in der nächsten Zeit tut. Und es werden ein paar Videos kommen. Viele kennen die Maschinen und auswendig, sie kreisen eh auf den YouTube-Channels bei den Kollegen herum. Die Kollegen haben sie in- und auswendig durchgeleuchtet. Viel habe ich da nicht zu sagen. Aber es ist halt interessant, wenn man eine, und das sage ich gerne, Wertarbeit aus meinem Nachbarland, aus Deutschland, findet. Für ganz, ganz, ganz weniges Geld, das herrichtet und auf eine Art und Weise vor dem frühzeitigen Kaputtgehen rettet. So viel von mir, meine Lieben. Wir werden ein paar Videos sehen demnächst, wie ich das mache. Das Endresultat werdet ihr sehen, ein paar Waschgänge werdet ihr sehen. Ich werde die Maschine vielleicht bei mir in der Küche hineinstellen für 2-3 Monate als Testmaschine bis zum Sommer statt meiner W8-7-8. Und natürlich, die bleibt die W8-7-8, die gebe ich um kein Geld, weil das eine Maschine ist mit einer perfekten Qualität und auch natürlich mir am liebsten ist. Was noch zu dieser Maschine ich sagen soll, ich habe auch die Betriebsstunden ausgelesen, die haben 4760 Betriebsstunden hat die Maschine, eigentlich gar nichts für ihr Alter, sie ist 2015er Jahrgang und schauen wir mal, was demnächst kommt. Das war's für euch, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.